Hallo und herzlich willkommen bei Selbermachen. Da bin ich wieder mit einem super Tipp für euch. Und zwar habt ihr schon mal versucht, an einer Ständerbauwand, einer Trockenbauwand, irgendwas Schweres anzuhängen. Ein Bild, einen Nagel reinzuschlagen oder eine Schraube reinzudrehen. Oder an einer Decke eine Lampe anzubauen. Da müsst ihr erstmal finden, wo ihr reinschrauben könnt. Dafür gibt es einen Trick. Der ist so unglaublich. Ich habe das auf einem englischen YouTube-Kanal gesehen, wo ich jetzt leider nicht mehr weiß, wo das war. Das war also kein Kanal, der mit Bauen zu tun hat. Aber ich möchte euch das hier in Deutsch mal weitergeben. Wie läuft es denn sonst ab? Also wenn ich so ein Ständerwerk suche, das kann ja sein aus Stahlblech oder aus Holz gemacht. Ich habe das hier bei mir im Haus alles aus Holzständerwerk gemacht. Da gibt es natürlich kleine Geräte, die man im Baumarkt kaufen kann, wo man jetzt Metall suchen kann. Manche können auch angeblich Holz finden. Ja, so würde ich auch rangegangen sein vor einiger Zeit noch, aber jetzt mache ich das ein bisschen anders. Es kommt nämlich darauf an, wonach man sucht. Und das zeige ich euch jetzt. Das Prinzip ist wirklich simpel und absolut genial. Was ihr dazu braucht, ist einfach einen kleinen Supermagneten, einen Neodym-Magnet. Hier habe ich so einen kleinen Würfel, der ist wirklich ultra stark, gibt es für wenig Geld auch zu kaufen. Und ich empfehle noch eine kleine Plastiktüte, die bleibt wahrscheinlich, wenn man irgendwas kauft, ein Gerät irgendwo übrig, da kann man die weiterverwenden und da packe ich jetzt diesen Supermagneten mal rein. So, fertig ist mein Suchgerät. Hier oben habe ich eine abgehängte Decke mit einem Stahlunterbau und daran befestigt sind die Gipskartonplatten. So, was wir jetzt suchen mit dem Magneten ist nicht dieser Unterbau, der könnte ja auch aus Holz sein, sondern wir suchen die Schrauben, mit denen die Gipskartonplatten an diesem Ständerwerk oder an diesem Tragwerk angeschraubt sind. Das erste, was ich machen muss, ich muss jetzt gucken, wo ungefähr dieser Stahlträger oder dieses Tragwerk lang geht. Dazu klopfe ich mit dem Finger einfach mal die ganze Decke ab und horche, wo das sich anders anhört. Hört sich's anders an. Jetzt kommt hier mein Supermagnet mit in der Tüte zum Einsatz. Die Tüte ist dafür da, dass ich jetzt beim Suchen der Schraube nicht die Farbe hier abkratze oder die Oberfläche beschädige. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal einfach da, wo sich's anders angehört hat, die ganze Fläche ab. So. Und hier, wo jetzt eine Schraube drin ist, eine Stahlschraube, da klebt der Magnet. Jetzt habe ich also hier schon eine Stelle gefunden, wo die Gipskartonplatte an das Ständerwerk angeschraubt ist. Die Gipskartonplatte kann ja nur da angeschraubt sein, wo wirklich ein Halt dahinter ist. So, jetzt habe ich schon mal eins. Die Ständer sind meist in einer Linie aufgebaut. Ich kann jetzt also gucken, die Linie so weiter oder so weiter im rechten Winkel, wo jetzt die nächste Schraube drin ist. Also hier wäre jetzt die nächste Schraube drin und der Abstand ist auch meistens irgendwie gleich. Und suche hier ungefähr in kreisenden Bewegungen, wo die nächste Schraube ist. Hier kleine Markierung. Ich könnte also jetzt da oben, wo ich die drei Schrauben gefunden habe, ganz einfach den Strich ziehen und an jeder beliebigen Stelle auf diesem Strich könnte ich eine Schraube reindrehen und die würde natürlich auch halten. Das ist das Geniale daran. Ich suche nicht das Trägerwerk, die Ständer, sondern ich suche einfach die Schrauben, mit denen die Gipskartonplatte da oben befestigt ist.
So, und da kann ich an jeder Stelle irgendwas Schweres anhängen, ohne Spezialdübel. Das geht bei Holz, das geht bei Stahl, das geht mit allem eigentlich. Was ich hier bei mir im Haus gemacht habe, ich habe dann auf dieses Holzständerwerk, was ich gebaut habe, nochmal eine USB-Platte vorgesetzt. Da passt das dann natürlich nicht mehr, weil da habe ich dann die Gipskartonplatten so genommen und irgendwo angeschraubt. Aber da brauche ich es auch nicht, weil da kann ich ja wirklich an jeder beliebigen Stelle schrauben und komme immer in die USB-Platte rein. Also eigentlich brauche ich es nur bei einfachen Holzständerwerk oder bei dem Metallständerwerk, wo direkt eine Gipskartonplatte drauf gemacht ist. Im Dachgeschoss, da habe ich keine Stahlprofile verwendet für die Deckenkonstruktion. Hier habe ich Holzleisten verlegt und das ist dann nicht immer so regelmäßig, wie man hier sieht. Da ist es dann schon schwierig, die richtige Stelle zu treffen, um da was anzuschrauben. Damit das Ganze auch mit normalen Ständerwänden mit Stahlprofilen funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Hier habe ich eine schöne Wand, wo gar nichts zu sehen ist, wo man irgendwas einschrauben kann. Das funktioniert aber ganz genauso. Also ich klopfe hier genauso die Wand ab und höre, wo es anders klingt. Und dann versuche ich mit dem Magneten die Schrauben zu finden. Die Schrauben sind immer an dem Ständerprofil direkt angeschraubt. Und zwar sind die Profilleisten, diese Stahlleisten, immer exakt senkrecht ausgerichtet. Das macht die Sache dann etwas einfacher. Auch der Abstand der Schraubungen ist meist gleich. Das Klopfen ist ein bisschen schwierig. Manchmal hört man das nur ganz schlecht. Aber irgendwie kriegt man es dann raus. Und ja, man muss eben mit diesem kleinen Magnet hier in der Tüte so ein bisschen kreisende Bewegung machen. Und dann findet man eigentlich die Stelle mit der Schraube ganz schnell. Ja. So, das war's mal wieder von uns hier von selber machen. Ihr wisst jetzt also, ihr braucht keine teuren Messgeräte. Ihr braucht nur einen kleinen Supermagneten, einen Neodym-Magnet für wenig Geld und eine Plastiktüte, die gebraucht sein kann, um irgendwas zu finden, wo ihr an der Decke oder an der Wand was Schweres anschrauben könnt. Ganz einfach, ganz primitiv. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren den Kanal. Ich habe noch mehr Sachen, alles was mit Selbermachen zu tun hat. Guckt mal rein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und tschüss, bis zum nächsten Mal.